Also, typische Aufgabe, ich mache jetzt irgendwas, ja. Die Zahlen sind jetzt relativ unbedeutend. Es geht um den einfachen Lösungsweg. Also angenommen, ihr kriegt irgendwie die Nutzenfunktion vorgegeben, 20x1 Quadrat mal x2 hoch 3. Ja, macht mal sehr gerne, damit ihr, wenn ihr das ableitet, was ihr normal müsstet, dann hier immer noch irgendwie eine Hochzahl stehen habt. Und jetzt denke ich mir irgendwelche Zahlen aus, ihr habt irgendwie ein Budget von 1000 und gut 1 kostet 10 und gut 2 kostet vielleicht 2 oder so irgendwas. Der normale Lösungsweg, um das nochmal klar zu machen, also wenn das Budget ausgegeben werden soll, das heißt, unsere Budgetrestriktion muss mit Gleichheit erfüllt sein, dann wäre eben der normale Lösungsweg die Suche, ja gut, wo landen wir auf der Budgetgeraden? Also maximal könnten wir uns so viel x2 leisten, maximal könnten wir uns so viel x1 leisten. Wir wählen allerdings irgendeine Kombination davon. Wie gesagt, eine innere Lösung, denn unsere Indifferenzkurven bei diesen Cobb-Douglas-Funktionen berühren nicht die Kurven, sondern nähern sich asymptotisch an und es gibt unendlich viele davon. Und wir suchen jetzt praktisch hier dann diesen Punkt im Optimum. Der optimale Konsum, das ist dann immer gesucht, x2 Stern und x1 Stern. Und wie haben wir das normalerweise gemacht? Also der normale Lösungsweg oder die normalen Lösungswege, ja, die waren also erstens über die Grenzrate der Substitution, die muss ja gleich sein, denn es ist die steigende Indifferenzkurve, die muss ja gleich sein der Steigung der Budgetgeraden und die Grenzrate der Substitution haben wir verstanden als Änderung von x2 relativ zu minimalen Änderungen von x1. Dann hatten wir hergeleitet, ja das muss ja gleich entsprechen den umgekehrten Verhältnis der Grenznutzen und das muss ja gleich entsprechen dem umgekehrten Verhältnis des Preisniveaus. Und das könntet ihr mit all dem, was gegeben ist, dann ausrechnen, denn die relativen Grenznutzen ist die partielle Ableitung der Nutzenfunktion nach x1 und auch der Grenznutzen von x2 ist die partielle Ableitung der Nutzenfunktion nach x2, also die relativen oder die partiellen Ableitungen eine versus die andere. Muss gleich sein der Steigung der Budgetgeraden und die Preise sind ja dann auch gegeben. So, jetzt kriegt man dafür, wenn man das gleichsetzt, irgendwie eine Relation raus zwischen x1 und x2, das setzt man in die Budgetrestriktion ein und dann kommt man aufs Ergebnis. Das ist die erste Möglichkeit, das Ganze zu lösen. Die zweite Möglichkeit ist im Grunde, wie wir gesehen haben, eine Variation davon. Und das war mittels des Lagrange-Multiplikators. Gut, jetzt kommt die gute Nachricht. Im Normalfall, zumindest um auf das richtige Ergebnis zu kommen, müsst ihr das nicht machen. Denn ihr könnt das Ergebnis hier in der Aufgabenstellung ablesen. Und es ist auch schön zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, diese Nutzenfunktion. Also die relativen Preise sagen mir, okay, das eine ist fünfmal so teuer wie das andere. Aber die Nutzenfunktion, die Exponenten sagen mir die relative Wertschätzung. Wie sehr mag ich x1 relativ zu x2? Die 20 ist vollkommen egal. Es ist ja nur diese monotone Transformation. Es geht nur um die relativen Exponenten. Also das wäre hier die relative, so merkt man sich das vielleicht am einfachsten, relative Wertschätzung für x1 und die ist eben der Exponent geteilt durch alle anderen Exponenten, in dem Fall nur einer. Also sprich, die relative Wertschätzung ist 2 geteilt durch 2 plus 3, ja, also 2 Fünftel. Und diese 2 Fünftel beziehungsweise diese relative Wertschätzung, die bedeuten dann, ich werde immer allein aus diesen Exponenten kann ich das sehen. Wir hatten die allgemeine Lösung hingeschrieben.
bei Cobb-Douglas-Nutzenfunktionen. Die bedeutet immer, ich werde 2/5 von meinem Gesamtbudget, wenn das ganze Budget zu verausgaben ist, ich werde 2/5 von meinem Gesamtbudget dafür ausgeben. Also Ausgaben vom Gesamtbudget. Und das bedeutet, wenn ihr jetzt so eine Aufgabe kriegt mit irgendwelchen Werten, dann wisst ihr Ausgaben vom Gesamtbudget, also 2/5 meines gesamten Budgets, wie hoch ist es, 1000, ja, gebe ich aus für X1, das sind 400 Euro. Und dann fragt ihr euch im zweiten Schritt, ja, also wie viel X1 kann man dafür kaufen? Und das hat dann eben mit dem Preis von X1 zu tun. Und das wären dann in diesem Beispiel eben 400 geteilt den Preis von X1. Und hier haben wir 10. Und dann wisst ihr, ich habe das nicht nachgerechnet, aber es muss rauskommen, 40 wäre der optimale Konsum von X1. Ja? Gut. Und das ist doch eine sehr gute Nachricht. Das hätte genauso gut funktioniert. Auf der anderen Seite, ja, 3/5 von 1000 Euro gebe ich dafür aus, sind 600 Euro. Damit kann ich dann durch 200 Einheiten kaufen. Okay, also, ihr werdet mehrere solche Aufgaben eben im Studium so lösen können. Ja, entweder weil demjenigen, der die Aufgabe stellt, es jetzt nicht ganz klar ist, dass das so einfach hier rauszulesen ist. Oder wenn ihr gebeten werdet, das wirklich über Lagrange bzw. Grenzrate-Substitution zu machen, dann könnt ihr wenigstens das so überprüfen, habe ich überhaupt das richtige Ergebnis hier rausbekommen. Okay. Oder, ja, die Nutzenfunktion sieht meinetwegen so aus. 5 Wurzel x1 mal x2 hoch 3. Ja, für positive x und u. Und ihr werdet jetzt wieder gefragt, Konsum oder optimaler Konsum von x1 im Haushaltsoptimum, wenn eben das Budget irgendeine Größe hat und der Preis von P1 irgendeine Größe hat und der Preis von P2 irgendeine Größe hat. Was macht ihr wieder? Im Grunde hat jede Aufgabenstellung dieser Art nur zwei Teile. Was sind die relativen Preise? Das berücksichtige ich am Ende, indem ich gucke, wie viel kann ich eigentlich von meinen Gesamtausgaben damit dann einkaufen? Gegeben eines gewissen Budgets. Und was ist die relative Wertschätzung? Also hier hätten wir wieder relative Wertschätzung des einen relativ zu dem anderen. Also relative, die 5 interessiert uns nicht, relative Wertschätzung, meinetwegen wieder für x1. Ja, was ist die? Der Exponent von x1 geteilt durch alle Exponenten, also 0,5 geteilt durch 0,5 plus 3, ja, sind gleich 0,14 irgendwas, ja? Und nehmen wir an, das kann ja auch sein, wenn ihr jetzt da irgendwie was gegeben habt, was weiß ich, 1000 Euro, und dann würdet ihr wieder sagen, Ausgaben für x1, das ist ja die relative Wertschätzung, ist eben diese relative Wertschätzung mal dem Budget, ja, oder machen wir es hier hin, dann die Ausgaben vom Gesamtbudget für x1 sind gleich, das wäre dann 0,14 irgendwas, weiß ich jetzt nicht, mal die 1000 und dann kriegt er hier irgendwie 140, irgendwas Euro. Und dann könntet ihr in einem weiteren Schritt das dann einfach nur durch den Preis wieder teilen. Also was da auch immer rauskam, irgendwas geteilt durch P1. Und dann habt ihr schon die optimale Menge für den Konsum von x1. Ja? Und genauso geht das natürlich für den Konsum von x2. Okay, das ist eine
gute Nachricht. Und manchmal, um das auch nochmal zu sagen, ist es relativ schwer jetzt, oder schwer, nicht unbedingt schwer, aber manchmal ist es erstmal verwirrend, weil alle monotonen Transformationen sind die gleiche Nutzenfunktion bei ordinalen Nutzen. Hier erstmal zu erkennen, dass es eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist, also wenn hier steht 2 lnx1 plus 3 lnx2, dann wäre jetzt hier die Leistung zu erkennen, das ist ja nur eine monotone Transformation, sprich die logarithmierte Form, auch wenn hier nicht lnu steht, aber es ist die logarithmierte Form einer Standard-Cobb-Douglas-Nutzenfunktion und die sah anscheinend, logarithmieren heißt alles eine Rechenstufe runterbringen, aus mal wird plus, aus hoch wird mal, jetzt bringen wir alles wieder eine Rechenstufe rauf. Also hier stand ursprünglich x1 vor dem Logarithmieren zum Quadrat mal x2 hoch 3. Und auch da könntet ihr jetzt wieder, wenn dann eben wieder irgendwas fürs Budget gegeben ist, P1, P2, oder es ist nichts fürs Budget gegeben, sondern man schreibt euch einfach nur allgemein die Budgetrestriktion in allgemeiner Form hin. N, M ist gleich, ich kann mein Budget ausgeben für x1, welches seinen Preis hat pro Einheit, nämlich p1, oder also plus für x2, welches seinen Preis hat pro Einheit, nämlich p2. Wenn das jetzt praktisch gegeben wird und ihr solltet in allgemeiner Form hier x1 Stern den Konsum im Optimum und x2 Stern den Konsum von x2 im Optimum bestimmen, dann würdet ihr genauso vorgehen. Ihr würdet einfach wieder, aha, also hier relative Wertschätzung, beziehungsweise man kann es auch direkt hier ablesen, also relative Wertschätzung für x1. Und damit, das ist gleich, wie viel vom Gesamtbudget gibt man für x1 aus. Ja, und was ist das, diese relative Wertschätzung? Ja, wieder einfach nur den Exponent geteilt durch die Summe der Exponenten, in dem Fall 2 durch 2 plus 3. Sind gleich wieder 2/5. Ja? Und bei dem wären es eben 3/5. Ja? Und wenn ihr jetzt gebeten werdet, für x1 das Allgemeine hinzuschreiben, x1 Stern, ja, also 2/5 von meinem Gesamtbudget, also mal m, gebe ich aus, wie viele Einheiten kann ich davon kaufen? Ja, durch den Preis von x1, also p1, und dann ist das die Lösung. Ja? Und für x2 Stern wären es eben 3/5 mal m durch p2. Und so könnt ihr dann wenigstens überprüfen, ob ihr das Ganze richtig gerechnet habt. Also glücklicherweise haben eben hier unsere Nutzenfunktion bei diesen inneren Lösungen, ja, dann funktioniert eben hier Lagrange und so, und nicht die Erweiterung davon, dann die Exponenten, diese einfache Interpretation, und das wird euch irgendwann von Nutzen sein. Fragen dazu? Ich habe immer das Gleiche gemacht, ja, ist kein Trick dabei, aber so kann man sich es am leichtesten merken. Ja? Und diese Aufgaben sind im Grunde nur, das eine ist 8-mal so teuer, ich mag es aber nur 4-mal so sehr. Ja. Was mache ich? Wie viel kaufe ich davon? Okay. Das wird nicht immer gehen. Wir haben besprochen, dass eben andere Nutzenfunktionen euch dann auch gegeben werden. So, was haben wir die ganze Zeit ausgerechnet? Diese Haushaltsoptimum. Was könnte man damit vielleicht machen? Wir haben bisher die Nachfragekurve einfach immer nur als fallend angenommen. Und es macht natürlich brutal viel Sinn, dass man sagt, ja gut, also wenn der Preis von einem Gut zurückgeht,
dann wird wohl mehr davon nachgefragt werden. Also wenn es billiger wird, wird mehr nachgefragt.